Dann fahren wir jetzt mal eine Runde wieder mit. Wo ist unser Zug? Achso, wir müssen auch auf Play drücken. Wo ist unser Zug? Wo kommt er? Wo ist er? Mit zum Auto würde ich gerne mal mitfahren. Wo wir hier noch so gleich sperren können, haben wir hier gar nicht so, ne? Nee. Das müssen wir hier nochmal so hinstellen. Hier sowas hier. Sperrsignal. Komm hin, da kommt er, da kommt unser Zug. Da steigen wir jetzt mal ein. Erstmal bleiben wir noch ein bisschen draußen hier. Weil wir jetzt erstmal halten müssen, bis der da weg ist. Warten auf freie Wege. Wir müssen dem Krokodil gleich mal neue Waggons geben. Ja, das Krokodil hinten erstmal wegkommen. Und dann fahren wir wieder los. Oh, Schmalsch, da muss man so drauf achten. Da fahren wir in den Hauptgüterbahnhof vom Braunschweig rein. So schnell wie wir können. Ja, das ist okay. Ich gucke mal. Ich glaube, ein bisschen müde auch. Okay. So, jetzt fahren wir auf eine neue Güterstrecke. Mal gucken. So, freie Fahrt, wir haben grün. Da drüben kommt das Erz her, ne? Die alte Form der Knalle, und lassen wir da mal stehen. Strecke fahren wir jetzt mal. Wenn der gefahren ist, setzt man noch einen zweiten Zug drauf, da bringt das Öl dann das andere Dörfchen vorne hin. Wir gehen auf eine Güterstrecke. Fahrgleise. Wo ich die Lok kann, nur 90. Das kann auch unter Umständen auf der Personenstrecke nachher zu Schwierigkeiten führen, weil das noch zu langsam ist. Direkt mal spannend bleiben. Jetzt bin ich mal gespannt, dass der gleich aussieht. Aber hier ist noch schön hoch. Schöne Kurve. Folgt sind wir die Personenzugstrecken mit dem Bahnhof. Oh, Hannover ist da unten, ne, oder? Ja, das kann sein. Schon. Ach, der alte Zug mit der AE noch. Wann hier rum? Jetzt kommen wir in die andere Strecke rein, aber freie Fahrt. Ja. Der Zug gibt ordentlich Gas und freie Fahrt. Und jetzt geht's. Die erste Strecke, die jetzt kombiniert ist mit Güterverkehr und Personenverkehr. Ist ja eine ganze Ecke zu fahren. Ja. Der Bahnübergang, den wir neu gebaut haben. Zack, drüber. Und gleich fahren wir wieder raus an der Strecke.
bin hofft, dass das Mikrofon nicht rauscht wieder. Ich habe den Fehler noch nicht gefunden, liegt am Kabel irgend so oder sonst was, keine Ahnung. Wenn ich muss jetzt einfach ein Headset nehmen. So, so, dann müssen wir halten. Und der Karton, okay. Und jetzt wechseln wir den Güterbereich. Schranken gehen runter. Eine ganze Menge von der Karte mittlerweile erschlossen, denke ich mal. Ja, erstmal muss Corona vorbeifahren, ist nicht viel Verkehr, das bringt eigentlich nichts. Was meine ich damit, ja? Das kann noch dauern. Schauen wir mal. Das ist garantiert, dass wir da leer zurückfahren. Bevor wir den zweiten Zug draufsetzen, müssen wir hier nochmal das Gleisdreieck bauen. Der kommt dann nämlich rein. Ganz witzig, mal ein paar neue Gleise wieder, ist ja in Wirklichkeit ja auch so alt und neue Gleise. So schnell ist sie wirklich nicht, ne? Nee. Aber schön. Das Krokodil ist ja noch langsamer. So, jetzt kommen wir hier im Bahnhof rein. Können wir aussteigen? Das wird langsam interessant, wir kriegen schöne neue Loks hier. Meine Güte, jetzt geht's aber los hier. Okay, der Zug ist da. Hätten wir so ein bisschen länger machen können. Öl steht auch schon da. Okay, wie voll wird er? Okay. Fährt er wieder zurück, gut. Jetzt müssen wir hier erstmal... richtige Gleis nehmen. Nicht das da, das da. Ne? Mhm. Und wir gehen von hier. Gehen hier so. Gehen hier so. Dann müssen wir noch was arbeiten hier. An der Strecke hier sind noch keine Signale. Gehen wir hier rein. Jetzt brauchen wir Signale, Streckensignal. Streckensignal. Dort auch. Hat er denn für ein Problem? Warum fährt er denn nicht weiter? Was hat er für ein Problem hier? Hallo? Ach, du knisterst da rum. Was knistert denn hier so? Doppelkreuzungsweich. Okay. Wenn wir jetzt da gesagt haben, soll auf dem anderen Gleis fahren, müssen wir ihm das natürlich hier auch dann wieder den Wechsel ermöglichen. Ne? Ja. Oh, hier eigentlich Signale schon gesetzt? Nee, hier auch noch keine Signale. Wir haben geschlumpert, Schoki. Die sollte man hier setzen, ne? Und sonst wird das nichts. Das setzen wir hier. Da unten haben wir eins, ja.
Jetzt hat gerade gesagt, wo waren das? Ja. So, hier noch mal. So, unsere Blöcke hier haben, ne? So, dann würde ich sagen, wir machen den gleichen Zug jetzt nochmal, aber wir machen eine neue Linie. Öl-Neudorf heißt das jetzt, ne? Ja. Zumachen. Öl. Neudorf. Neudorf. Und wie geht jetzt von? Natürlich von da. Die halbe Karte. Geht die nach? Bahn hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Durch den Bahnhof durch. Wir fahren. Na. Oh, er hat es verbunden, sehr schön. Und dann fährt er von da wieder zurück. Da, wieder zurück. Na, dahin. Und, jawohl, wunderbar, sieht gut aus. Haben wir. Die Strecke haben wir auch. Was warten hier für Leute? Wo wollen die alle hin? Nach Stallföhrn und nach Leck wollen die. Okay. Nach Stallföhrn und nach Leck. Warnung, Zug biegen. Die Lebensdauer reicht. Das ist die kleine Dampflok, ja. Was, die kleine Süße? Ja, die Lebensdauer erreicht. Gibt nicht mehr. 40 Jahre alt. Also, weil ich dachte, Fahrzeugersatz. das ist aber was anderes da möglich ist, da hinten. Diesel. Schöne kleine Diesel. Ich habe da was Niedliches, warte mal. Amerikanische bauen wir da nicht rein. Hier so was Kleines, das ist Ja, so das putzig. geht auch, ja. Zufügen, Fahrzeugersatz. Ach, muss man die regelmäßig dann aus? Ja. Was ist, wenn man das nicht macht? Wird es irgendwann zu teuer werden? Oh, hier wächst es, guck mal. Hier wächst es. Wie sieht es hinten aus? Hier können wir auch schon fast einen Güterzug reinbringen. Einen Ölzug. Machen wir aber später, denke ich mal. Ja, das denke ich mal auch. Jetzt machen wir mal eine Hölzchen Aber wir bringen. könnten hier das mit dem Laster rüberbringen. Das könnte man machen. Deine Hölzchen sieht gut aus und hätte man eine Meldung gehabt. So, wir haben das Öl jetzt in Auftrag gegeben. Wie findest du das? Ja, sehr gut. Hier ist eine Menge los. Hier stapelt sich das Erz. Krokodil kann. Wie schnell ist das Krokodil überhaupt? Dass man den Zug mal ersetzt, vielleicht. Details. Fahrzeugersatz. Aber das Krokodil kann auch noch so lange fahren, wie es eben geht, oder nicht? Wenn wir jetzt was Schnelleres haben. Mal gucken. Elektrisch. Krokodil fährt 75. Weil dieses hier fährt schon mal 90. Unser deutsches Krokodil. Was hältst du davon? Können wir machen. Wir nehmen das. Oh, wir sind schon im Jahr 1956. Ja, wir stoppen erstmal kurz. Sonst läuft uns die Zeit davon. Güter für Eisenerz. Die nehmen wir hier, guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sieht doch gut aus, oder? Ein. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, wird der Zug ersetzt. So, was machen wir jetzt noch? Wir könnten jetzt entweder über Königs Lutter nach Höxter noch gehen. Und hier Nahrungsmittel herstellen oder wir bauen eine schöne Schnellfahrstrecke hier so quer durch. Wir sind noch gar nicht in Hammermühle hier unten.
Da sind wir noch gar nicht. Dachte, da wären wir schon gewesen. Nee. Dann bauen wir, haben wir Mühle und dann bauen wir eine Schnellfahrstrecke dahin. Was hältst du davon? Okay, haben wir Mühle. Ist hier. Dann bauen wir hier oben den Kopfbahnhof hin, ne? Was meinst du? Ja. Gelände einebnen. Wie ging denn das? Weißt du das, ne? Nee. Da will ich mich auch nicht schwer tun. Dekoration. Building. Bulldozer-Zeichen. Ja, das wird ja auch so, oder? War das hier drin? Da ist es. Bisschen gleich bauen, ne? Ja. Das sind Häuser. Das war hier das Ganze. Hier bauen wir Kopfbahnhof hin. Was hältst du davon? Ja. Aber kein Güter. Wir brauchen ja einen Personenbahnhof. Mit 6 Gleisen. Nehmen wir den wieder? Können wir ja mal machen. Den bauen wir jetzt hier so hin. Wir machen mal ein bisschen überdimensioniert. Wir machen mal 8 Gleise. So, was hältst du davon? Ja, das können wir machen. So. Hammermühle lassen? Ja. Lassen wir Hammermühle, gut. Wir sind auf Stopp, wenn wir bauen können. Sehr gut. Dann bauen wir. Und mit den richtigen Gleisen. Auf jeden Fall keine Schmalspurgleise. Ja, das ist ganz, ganz schlecht. Ziehen wir das Ganze erstmal hier so schön raus. Das ziehen wir hier mal komplett so rüber. Das ziehen wir auch immer so raus. Das legen wir hier an. Das Gleis, was wir hier mal so rumlaufen, würde ich sagen. Ne? Mit demchen hier. So. Und mit demchen so. Irgendwie da so lang kommen, ne? Das führen wir erstmal hier so rein. Ob wir das später wirklich so brauchen, ist eine andere das Sache. Das werden wir ja dann sehen. Dann hier das so nochmal hier rausführen, so. Hier so ein schönes Weichenvorfeld kriegen, wenn wir es hinkriegen würden, ja. Das geht. Wir kommen irgendwo von hier oben kommen, ne? Genau. Der hier. Fällt er gerade aus. Ah, wenn Schuki nicht zu knispeln hat zwischendurch, hat sie nichts zu tun, ne? Nein, ich brauche immer irgendwas zwischen den Händen. Dann hat man die besten Ideen. Kommen wir hier nicht dran. Warum nicht? Jetzt kommen wir hier wieder nicht rein. Schokolade habe ich überhaupt nicht mehr im Haus momentan. Das stört mich nicht. Aber mich? Das ist was anderes. Mich stört das nicht. Heute haben die Läden alle zu. Also ich kann sie nicht mehr verfolgen. Machen wir das Ganze nochmal so. Dann sollte es funktionieren.
Das gleiche Höhe, ja. Jetzt reißen wir uns nämlich die Straße ab. Hier durchkommen. Bist du überhaupt hinten? Ach, du bist hier so eine Fabrik, okay. Dann will ich hier so um die Kurve rum. Oder? Ja. Denk dran, die richtigen Gleise. Ich habe hier schon Stellfahrstreigleise. Das sollte funktionieren. So sieht es gar nicht mal so verkehrt aus. Hier haben wir einen Gleiswechsel. Ich kann von so nach so. Aber von so nach so können wir nicht. Ja, das bauen wir nochmal schnell hier, Freunde. So. Zügig auch schön kreuzen können. Wo müssen wir eigentlich hin? Dann geht es da so raus. Ach, das sieht schon mal ganz gut aus, ne? Ja. Das machen wir als erstes. Nee, wir wollen erstmal die Strecke hier weiter. So, hier brauchen wir. Hier fährt eh kein Schiff mehr lang. Das ist gut. Da können wir nochmal eine Brücke bauen. Kollision. Schiffe haben wir ja auch, glaube ich, nur zwei. Das reicht ja auch. Das reicht ja auch. Wir wollen ja mit Zügen bauen, nicht mit Schiffen. So. Alles schön anlegen hier. Gehen wir mal zu viert, gehen wir hier so rüber. Ah, das sieht doch gut aus, oder? Ja. Schöne Streckenführung. Ja, haben wir auch schon Ein- und Ausfahrsignal, das ist schön. Dann setzen wir hier jetzt nochmal die Streckensignale. Und vom Bahnübergang. Doch, das sieht ganz gut aus, denke ich mal, oder? Ja. Dann können wir hier nachher ein Gleis schwenken wir hier nach Mühe und das andere geht hier lang, ne? Was hältst du davon? Das kann man machen. Jetzt müssen wir einmal oben die Straße hier weiterbauen. Oder wollen wir erst die Schiene weiterbauen? Erstmal die Schienen und dann die Straße. Okay. Ich hoffe, wir Schienen bauen. Bauen wir weiter die Schienen? Das schwenken wir dann so weg. Denke ich mal, ne? Wo ist das Dörfchen? Hammermühle ist da unten. Wir müssen dann irgendwo hier am Hang vorbeikommen. Okay. Und das werden wir schaffen. So schnell brauchen wir hier nicht zu fahren. Dann wo kommen wir denn rein? Wo haben wir unseren Gleis? Das haben wir hier. Dann geht das jetzt hier so schön rum. Denke ich mal, ne?
Was meinst du? Ja. Leicht geschwungen. Dann geht das von da nach da. Aufgeschüttet, ohne Brücke bitte. Sieht das aus? Ja, denke mal, sieht das ganz gut aus. Wir werden jetzt noch ein bisschen das Gelände hier angleichen. Das eigentlich so hügelig hier aussieht, ne? Da hier mal Hügel. Also leicht. Mal ein Wäldchen. Das Wäldchen würde ich gerne ein bisschen größer machen. Hast du Lust dazu? Können wir machen. Das sieht so ein bisschen mickrig aus. Wäldchen. Bäumchen. Baumwerkzeug. Nicht so dicht an die Strecken jetzt kommen. Nee. So. Laufen Sie beim nächsten Sturm nicht irgendwas hier rausfällt. Wie bei uns manchmal die Ziegelchen vom Dach, ne? Ja. Ah. Ein bisschen, ja, so ein bisschen. Ja. Langziehen hier. Schön mau. So. Dann den voranziehen hier. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus hier, oder? Das denke ich doch mal auch. Ja, schön aus dem Wald. Das machen wir erstmal noch voll. Alles können wir. So. So. Kannst du dich, da gibt es auch mal ein paar kleine Stellen in so einem Wäldchen. Ist auch ein schönes, ne? Wäldchen ist ja nicht immer gleich, ne? So, müssen wir hier erstmal Signale wieder stellen, würde ich sagen, ne? Ja. Kommen wir zu den Signalen wieder. Ausfahrtssignal, Einfahrtssignal, nein, Ausfahrtssignal. Das sieht dann einfach schöner aus. Finde ich jedenfalls. Streckensignale brauchen wir jetzt. Ne? Ja. Da eins hin. Hier schön im Wald eins rein. Oder? Dann hier können wir noch eins hinstellen. Hier können wir was hinstellen. Vor der Brücke nochmal. Ne? So, haben wir. Was meinst du? Ja. Welche Linie fährt denn hier? Weißt du das? Nee, das weiß ich leider nicht, mein Schatz. Warum weißt du das nicht? Weil ich das jetzt noch nicht weiß. Noch nicht. Das geht ja gar nicht. Okay, dann müssen wir mal laufen lassen hier wieder. Jetzt müssen wir hier wieder zwei Züge wieder draufsetzen. Das ist die RE. So. Nach Hannover. Ja, Hannover war ja dieses Ort. Nach Hannover fahren wir nach dahin. Von da fahren wir wieder nach
Hannover, Schöning, Braunschweig. Passt. Ne? Fährt ja auch hier doppelspurig hier durch den Bahnsteig. Macht er hier natürlich nicht. Terminals. Fünf ist auf dem Rückweg. Fünf möchte ich Terminal 3 haben. Und wunderbar. Passt. Ne? So, dann müssen wir wieder einen Zug hier wieder draufpacken. Ja. Eine ganz schön lange Strecke geworden hier vom Braunschweig aus. So, guck, da fahren wir jetzt von da nach da ganz unten hin. Boah, so ist schon eine ganz schöne Ecke. Jetzt brauchen wir erstmal wieder einen Zug hier drauf. Was war das? Die gelbe Linie war das, Die ne? gelbe, glaube ich, ja. Kann sein. Die Regio 3, ne? Ja, gelb. Genau, die fährt da raus. Da müssen wir nochmal zwei Züge nochmal draufpacken. Nehmen wir wieder ein Depot. Und das hier. Und wir kaufen Züge. Elektrisch ist das Ganze, ne? Ja. Hier fährt 125 TRE. Wenn er RE nehmen oder was anderes? 125. Kann auch mal was anderes nehmen. Aber wo steht denn da Fake? Wie kannst du nur irgendwo hinstellen? Das ist ja langweilig. Ich fährt auch 125. Gepäcktriebwagen. Nee, wir haben nicht viel Auswahl. Wir haben nicht viel Auswahl an elektrischen Was ist mit Lokomotiven. der gelben Lok da? Der hier? Ja. Die ist für Fracht. Mhm. Die können wir höchstens Ja, nehmen nehmen. wir die. Oh Gott, da saust du die kleine Süße da wieder rum. Ich möchte die RE nehmen, die ist Dann nimm schön. die. Nehmen die hier, die NS-Klasse. Ne, wir nehmen die hier, die RE. Die fährt zu langsam, ja. Schade. Wir nehmen die. Kaufen. Was ist unser Zug? Haben wir. Aber mittlerweile schönere Passagierwagen, immer noch nicht, ne? Ach herrje. Die dürfen maximal 90 fahren, na super. Ja, dürft ihr hier fahren? Hier, Na, du da? die Liste da drin auch so dunkelorange, so dunkelrot. Das sind englische, nehmen wir die hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann man sich auch mal so einen Passagierwagen da mit reinsetzen, dass man mit anderen Passagieren zusammensitzt? Ja, kann man machen. Oh, wir kriegen was Neues hier wieder. Wir kriegen die VT. Cool. Genau richtig. Oh, hier ein bisschen doppelt. Bus, ja, wir müssen mal so einen Bus da mal hinsetzen. So, den kopieren wir. Und der kommt auf die Linie RE3. Ne? Ja. Cool. Das hat doch was. So, jetzt würde ich ja gerne die Schnellfahrstrecke bauen. Hast du Lust dazu? Ja. Mal laufen lassen, die wir halten einfach kurz an. Wir fahren dann lieber nachher nochmal mit oder so, ne? Auf jeden Fall zum Schluss müssen wir noch mal irgendwo mitfahren, ja? So, Hammermühle. So, ich speichere nochmal kurz.